Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play Inazuma 11 Go Chrono Stones Donnerknall mit dem Ende von Protag Omega 2.0. Hoffentlich. Die müssen wir mal wieder besiegen und erstmal muss ich mich aufladen, oder? Jo. Das sieht stark danach aus. So, einmal aufladen. Zap, zap, zap. Und? Stimmt, genau, das wollte ich auch noch machen. Bisschen ausrüsten. Da habe ich ein paar richtig geile Schuhe bekommen. Und dann noch mal genau hier. Kraftschuhe, Schusskraft 32. Die muss ich definitiv an irgendwen anlegen. Ein Chapel vielleicht. Oder einen der anderen. Gucipe wahrscheinlich nicht. Ricardo wäre auch nicht schlecht. Fällt wir auch schon auf über 100. Gut, der Rest, na, das kann ich vergessen. Gut, Victor wird ein bisschen zu overpowered. Gut, dann bekommt den Chapel. Ich meine, ich glaube noch ein paar andere gute. Wen habe ich dann noch? Gut, 5 bringt viel. Harlequin-Schuhe, 14. Dann kriegt die Ryoma. Echo-Schuhe mit 9 bekommt Arion. Jo. Gut, der Rest sind wieder so relativ wenig Werte, die nichts bringen. Oh, Opfer ziehen. Das könnte ich. Meint, wie heißt er nochmal? Chunky, 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 genau. Mit der schlechtesten Abwehr, genau. Da hast du ja schon mal 63 in Abwehr. Gut. So, sieht uns schon mal ein bisschen besser aus. Hier in der Aufstellung. Gut, dann bist du nicht mehr der schlechteste Verteidiger. Genau, jetzt hast du hier in der Abwehr 63. Sie war der schlechteste Skinny, aber gut, der hat eine gute Technik und so weiter, also gut, schlecht sind sie nicht, aber auf jeden Fall ausbaufähig. Gut, der Rest passt jetzt auch soweit. Jupp. Bin ich ganz zufrieden. Aufgeladen sind wir. Voll motiviert. Und jetzt kann's losgehen. Nun denn, seid ihr bereit? Oh ja. Die Lehren des Meisters gehören so gut wie uns. Ich werde das hier genießen. Tu das. Setze Ricky, Vicky und Riki ein. Habe ich schon. Und das Ganze nochmal mit Ario. Habe ich auch schon gemacht. Zack. Wer ist da? Oh, David. Kriegst du Besuch? Ich bin Sky Blue. Ich bin eine der Managerinnen des Raimon Fußballclubs. Unser Trainer ist Mark Evans. Sky. Mark ist euer Trainer? Lüg mich doch nicht an, Mädchen. Mein Enkel und Fußballtrainer? Mhm. Und was für einer? Und das bestätigt wieder meine Theorie, dass es ungefähr im zweiten Teil spielen müsste. Denn mein Enkel und Fußballtrainer, das wäre ja im vierten Teil in Go. Im dritten Teil kann es nicht sein aus, ja, Storygründen. Welche das sind, sage ich mal nicht aus Spoilergründen, aber ich denke, die meisten von euch werden schon wissen, was ich meine. Und dass im zweiten Teil das es hier spielen könnte, könnte es sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Denn das ist ja ungefähr die Zeit, wo David Mark die Lehren des Meisters an ihn weitergibt. Und es war während der Alice Academy Zeit nicht so, denn da waren wir ein bisschen verhindert und David war auch weg und wir haben auch in der Zeit kein Notizbuch bekommen. Also das ist mir noch ein kleines Rätsel, aber okay. Gut, dann geht's mal weiter mit ihm. Nur mal eine kleine Theorie. Ich schätze ungefähr, ja, zur Zeit der Alice Academy. Sie glauben mir wahrscheinlich nicht, aber ich komme aus einer anderen Zeit. Ehrlich gesagt, ich komme aus der Zukunft. Was für ein Mumpitz. In unserer Zeit ist Mark Evans ein berühmter Fußballtrainer. Er hat uns geholfen, die nationale Meisterschaft zu gewinnen. Ihr habt die Meisterschaft gewonnen? Ja, ohne Trainer Evans hätten wir das nicht geschafft. Er ist wirklich der beste Trainer, den man sich wünschen kann.
Das klingt nach meinem Enkel. Obwohl, nein. Nein, nein, du kannst mich nicht hinters Licht führen. Herr Evans, ich versuche nicht, Sie zu täuschen. Sie als Marks Großvater sollten das doch wissen. Es ist so, wie Trainer Evans immer sagt. Die wichtigste Aufgabe eines Trainers ist es, seine Mannschaft zu beschützen. Allerdings. Ja, der Spruch kommt mir bekannt vor. Die Spieler von Raimon machen das, was Trainer Evans tun würde. Sie beschützen ihre Mannschaft. Und nicht nur das, den gesamten Fußball beschützen wir. Bitte, wir dürfen Trainer Evans und den Fußball nicht verlieren. Oh, ganz, ganz, ganz ruhig, David. Was für eine böse Lache. Was ist denn daran so witzig? In Ordnung. Ich will es euch verraten. Das große Geheimnis der Elf der Äonen. Oh, spannend. Wirklich? That face. Es wird euch allerdings nichts bringen. Diese Spieler kriegt ihr nie zusammen. Es ist schlichtweg unmöglich. Ach, das schaffen wir schon. Keine Angst. Wie meinen Sie das? Es handelt sich dabei ja doch nur um den Wunschtraum eines alten Mannes. Das verstehe ich nicht. Was ist denn das für ein Krach da draußen? Oh, das Spiel hat angefangen. Spiel? Welches Spiel? Herr Evans, es wird Zeit für Ihren Lebertran. Heute rennen Sie uns aber nicht davon, oder? Lecker Lebertran. Gesund und bekömmlich. Geht doch gar nicht. Sie haben mich ja schon gefunden. Zu spät. Und jetzt zu dir, Sky. Du willst eine Managerin sein, oder? Na, was bist du dann noch hier und nicht unten bei deinen Leuten? Ja, ist gut. Ich gehe dann mal. Aber haltet mir einen Stuhl frei. Sobald der Lebertran erledigt ist, komme ich auch runter und bin bei euch. Toll! In Ordnung. Bis dann und danke. Und tschüss. Den Fußball beschützen. Lach, Leute, Mann. Das kriegen wir gebacken. Und zurück zum Spiel. Oh, Gammon ist wieder da, cool. Herzlich willkommen zum heutigen Knallerspiel. Raimon gegen Protek Omega 2.0. Die Spieler sind bereit, das Spiel kann losgehen und die Musik ist wieder richtig geil. Trainer Evans ist derzeit verhindert, da er in einem Pokéball ist, der zwischen den Zeitdilatationen herumschwirrt, im Diesseits, am Jenseits, in der Finsternis, irgendwo, keine Ahnung. Doch sein alter Weggefährte Jude Sharp von der Royal Academy springt heute für ihn ein. Wieso kommt niemand auf die Idee, mich zum Trainer zu machen? Ich bin so süß und knuddelig. Ach du Armer. Das letzte Mal hat Raimon noch abgesandt. Doch können sie das wiederholen? Die Lehren des Meisters stehen hier auf dem Spiel. Woher weiß er das? Und wieso ist es immer noch so komisch hypnotisiert oder so komisch ferngesteuert? Er wurde ja von Alpha irgendwie so manipuliert. Aber Alpha ist ja wahrscheinlich Geschichte. Keine Ahnung, was mit dem ist. Er ist in der Kontra-Anstalt, was das heißt, keine Ahnung. Also wieso wird er noch so kontrolliert? Oder wer wüsste er sonst von den Lehren des Meisters? Ist er allwissend? Ist Gammon Gott? Ich glaube nicht. Schnallt euch an. Es geht los. Na, endlich. Die große Revanche. Raimon vs. Protek Omega 2.0. Oh, leicht unterlevelt. Oh, muss ich ein bisschen Gas geben im Spiel. Gut. So sieht es bei uns aus. Ich hoffe, die Ausrüstung hat da ein bisschen was gebracht. Und die Gegner. Die kennen wir schon alle vom letzten Spiel.
wir sozusagen Japan gegen Amerika gespielt haben. So, Team Level U, Argus schon wieder. Ein wunderschöner Mann. Adrastus Argus mit den sexy Bartkoteletten. Oder was das sein soll. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus. Vorsitzender der berüchtigten Eldorado-Organisation. Wirkt kühl und besonnen. Und ich glaube, das habe ich schon mal vorgelesen, also... Ich weiß schon, heute klappt mein Spiel endlich. Level 16 passt auch schon überall, okay. Das erklärt auch den Team Level 16. Gut. Dann beginnen wir das Spiel in Campo de Tongana. Das aussieht wie eine Mischung aus Afrika und der Schweiz. Schon komisch. Keines der beiden Teams kann es sich leisten, zu verlieren. Hier auf dem Campo de Tongana wird heute Fußballgeschichte geschrieben. Und wenn nicht, schreiben wir die Geschichte einfach um. Das können wir. Die alten Zeitreisenden. Gut, umschalten. Los geht's. Anstoß. Und let's go. Ah, nicht so ganz. Wir lassen es nicht zu, dass ihr die Lehren des Meisters und eure Hände kriegt. Das werden wir noch sehen. Abgegrätscht von Juliet. Autsch! Da musst du schon früher aufstehen. Und ein Pass zu Lima. Wie gefällt dir das? Pass auf! Was denn? Der Magendreher. Direkt auf Skinny. Der nichts im Magen hat. Lima, pass zu mir. Ich stehe frei. Seht ihr denn ein, dass wir euch überlegen sind? Bereut ihr schon, dass ihr euch mit uns angelegt habt? Okay, Max, das heißt, da kann ich eh nichts machen, der geht so oder so rein. Gut, dann fangen wir einfach. Ein starker Schuss. Gut, da würde kein Kampfgeist, keine Technik, kein nix helfen. Der ist drin. Das war es noch lange nicht. Ach, was sollen wir machen? Wenn es so weitergeht, verlieren wir das Spiel. Bevor wir das Notizbuch entziffert haben. Sie sind einfach zu stark. Was ist denn mit euch los? Es gibt keinen Grund, sich zu hängen zu lassen. Der Meister! In meiner Gegenwart! Oh mein Gott! Der Meister? So nennt er mich in der Zukunft? Ja, das ist schon ein passender Titel für mich. Sie glauben uns also? Natürlich. Sagen wir einfach, dass sogar eine gewisse Person überzeugt hat. Und jetzt geht es darum, dieses Spiel zu gewinnen. Ich übernehme für dieses Spiel den Job des Trainers. Geil. Sie? Sie alter Sack? Der Meister ist unser Training? Der Trainer? Oh mein Gott. Herr Evans, sind Sie hier, um das Geheimnis der ultimativen Mannschaft zu verraten? Ich glaube, Sie nannten sie Elf der Äonen. Darüber sprechen wir später. Fürs Erste konzentrieren wir uns auf dieses Spiel. Der entscheidende Hinweis hier ist 3D. 3D? Meint ihr den 3D-Effekt oder was? Übrigens, sehr interessant, der Nebeninfo. Wenn man beim 3DS den 3D-Schalter hochlegt, kriegt man logischerweise das Bild in 3D. Was ist aber hier bei meiner 2D-Aufnahme? Was passiert hier, wenn ich den Regler nach oben stelle? Guck mal auf den oberen Bildschirm. It's magic. Er kriegt dann ganz keinen anderen Winkel rein, was schon... Ja, eigentlich schon ziemlich cool ist, muss ich sagen. Man sieht ihn auch im 3D-Bildschirm an sich, also im 3D-Bild. Aber hier sieht man es doch ein bisschen klarer. Ich muss auch sagen, ich benutze den 3D-Effekt so gut wie gar nicht. Ich habe ihn nur ziemlich oft eingesetzt bei den Cutscenes von Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance und ein paar Mal bei Mario,
Also bei Super Mario 3D Land war sonst eigentlich so gut wie nie. Egal, zurück zum Spiel. Was meint ihr wohl mit 3D? 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 Was soll das heißen? Oh, Trainer David Evans. Was für ein schönes Foto. Ein Fahndungsbild. Mark Evans Großvater. In der Zukunft nur als der Meister bekannt. Eine Legende. Und Legenden sterben nicht. Gut, Team Level 15 passt auch soweit noch. Gut, was haben wir hier noch alles? Der Schlüssel ist 3D. Plus 30 3D-Reflektor. Plus 5 TTP. Oh, interessant. Bringt nicht gerade viel, diese 5, aber... Was ist der 3D-Reflektor? Vielleicht eine Taktik oder so? Nö, da habe ich immer noch die beiden hier. Egal, das sehen wir dann schon. Schätze ich mal ganz stark. Gut, geht's dann jetzt weiter? Nein, zu früh gefreut. 3D. Meinst du etwa, dass wir nicht nur auf den Platz achten sollen, sondern auch auf das, was darüber liegt? 3D. Steht 1D vielleicht für Dribbling? Oder für eine starke Defensive? Pewter? Wir sollen also 3 Leute in der Defensive stellen. Aber wir haben doch nur 4. 3 Dimensionen. Ah, Victor, kommt da schon drauf? Klingelt irgendwas bei euch? Vielleicht hat's mit den Kampfgeistern zu tun. Ha! Held der Klinge, Lancelot! Rüstung! Ja, das was bringt. Obwohl. Ah, dachte ich schon. Das war nix. Mann, war das peinlich. Hast du gerade versucht, deinen Kampfgeist als Rüstung zu tragen? Sowas gab's in meiner Zeit noch nicht. Hä? Weißt du von den Kampfgeistern von den Rüstungen? Die gab's ja gestern im 4. und im 5. Teil. Okay, entweder hat es ihm ein Zeitreisender erzählt oder er ist selbst ein Zeitreisender. Weil dann müsste er wissen, dass Mark später ein Nationaltrainer wird. Also, Nationalspieler, dass er das gewinnt und dass er später Trainer wird, so rum. Schon komisch. Aber egal. Was meint ihr nur mit 3D? Süß, wie sie sich ihre kleinen Köpfe zerbrechen. Ihr solltet lieber aufpassen. In den letzten Fällen, okay. Vorsichtig. So, erstmal zu ihm und unterwegs Kampfgeist ausrüsten. Bei dir habe ich den Musashi. Die in den letzten Fällen ist nicht, nämlich. Oh, da kommt Behemoth, den kenne ich schon. Eisenkoloss Behemoth, also der Torwart. Da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass ich mich da extrem beeilen sollte bei sowas. Denn da geht es um Zeit und ich muss das Ziel erfüllen. Aber gleichzeitig läuft die Zeit noch, wie man hier oben sieht. Das heißt, oh, ich bekomme Daten. Vielleicht neue Spiele oder sowas, keine Ahnung. Hopp. So, ist hier noch ein anderer. Oh, das ist Victor. Moment. Victorius, ich hoffe, das klappt so. Ich glaube, Kampfgeister sind dann noch ein bisschen stärker wie normale Miximaxe. Aaron. Obwohl, das könnte klappen. Gut, das ist noch Kilo im Weg. Das Kilo geht man schnell auf die Seite. Da putzen die Pfunde. So. Und versucht den Glück mit Avalon-Attacke. Und egal ob er reingeht oder nicht, das bringt zumindest die diese Leiste hier, oder? Initiativleiste. Genau. Das bringt so oder so die Innenleiste nach oben. Und es müsste mich zum Sieg verhelfen. Und der Sieg heißt hier Chapel. Oder auch nicht, dann lieber setzt was ein. Nicht im Morgendreher. Oh,
Immer auf die Kleinen. Ein Foul. Okay, das heißt... Weiter geht's. Das war jetzt billig. Null episch, aber egal. So, ein schöner Pass zu Ryoma. Ich glaube, ich hab's kapiert. Dribbeln, dribbeln, dribbeln. Und dann weg damit. Waren das 3 oder 4 Ds? Egal. Bupp. Ach man. Der Ball war wohl zu hoch. Hä? Sie haben aufgehört, sich zu bewegen. Hat Ryoma etwa... Ryoma, versuch das nochmal. Einmal. Zweimal. Au. Ah, war nix. Und drüber gerollt. Oh nein. Mann, Aaron. Du hättest ihn fast gehabt. Der hohe Ball hat unsere Gegner verwirrt. So können wir sie schlagen. Liegt es etwa daran, dass sie den Ball nicht zu weit oben erwarten? So, wie geht's weiter? Was nochmal? Okay, jetzt muss ich mich beeilen. So, abblocken. Nochmal Kilo. Da putzen weitere 100 Pfund. So, geht schon. Kampfgeist plus Rüstung bei Arion. Bei Arion. Wo ist er denn? Da unten ist er. Und Pässe bringen nicht gerade so ultra viel. Abblocken. Auf die Seite mit dir. Nach oben. Läuft bei dir. Und Schallmauerschock. Ob der reingeht oder nicht. Zeigt uns gleich das Licht. Sequenz KG3. Aber fast. Supi, perfekt positioniert. Du gehst ein bisschen weiter nach oben. Du gehst nach links. Haust ihn weg. Jebel. Ja, jetzt geht wieder abseits. Obwohl, ich bin eh schon relativ nah dran. Am Leisten füllen schon wieder die Dicke. Da ist ein Name Programm. Weg mit dir. Und weiter geht's, super. Perfekt. Der entscheidende Hinweis ist 3D. Was für eine merkwürdige Aussage. Aha, ich weiß. Haha, jetzt hast du es verstanden. Alle aufgepasst! Ihr müsst versuchen, die Lücken zwischen ihnen zu vergrößern. Okay. Ihr müsst Torbälle spielen, damit kommen sie nicht zurecht. Aha, also doch irgendwie so eine Kombination aus allen Gedankengängen. Hohe Bälle, alles klar. Los Leute, macht es mir nach! Ist ja cool. Raimund hat mit einer unwiderstehlichen Luftstaffete den Ball erobert. Was ein abgefahrener Spielzug. Das ist amazing. Deshalb nennt man ihn also den Meister. Das Spiel hat sich gedreht. Und jetzt sind wir am Zug. Bringen wir das zu Ende. Neue Taktik. 3D-Reflektor. Doch eine Taktik, okay. Die sind ja ganz aufgeregt. Das ist irgendwie schrecklich süß. So süß wie du. Oh, do, 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 do. Gotta go fast. Bum, bum, bum. Müssen ja noch Tore schießen, ganz vergessen. Kein Problem. Zumindest als ausreichende 1 zu 1. Er ist schon fast erschöpft, jetzt erschöpft, das heißt, der nächste Jebel, Jebel, Jebel. Oder, nee, da war Ricky ein bisschen flotter dran. Aber beide boosten sich mit Element mal 2, was aber nichts bringt. Macht aber nichts. Das gibt ja einen Foul. Gut, wir haben noch genügend Zeit. Gucken wir, ob es so klappt. Oh,
rede mal zu langsam. Links. Ah, da war Foxtrot auch dabei. Nicht Smiley, Chunky bist du. Jetzt muss man möglichst weit nach vorne. Damit mein weiterer Plan aufgehen könnte. Der schreckt mich doch nicht so, meine Fresse. So. Ja, genau. Taktik. Wenn es hier auf der Seite ist. Jawohl. 50 TP kostet es nur. Angriff, sehr schön. Der müsste jetzt am Ende Chapel sein. Jupp. Und hier. Ricardo ohne Kampfgeist, das habe ich jetzt falsch bedacht. Na egal. Hier ist noch Ryuma. Ablocken. Nein! Laufen, nicht schießen! Oh, das wird zeitlich nichts mehr mit 1 zu 1, schade. Aber zumindest ein netter Versuch. Nö, das war nix. Gut, dann im nächsten Part. Was sagt die Zeit? Ungefähr 28, 29, 27 rum. Gut, das muss dann reichen. Sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus mit 67% Ballbesitz. Über 2/3. Fast schon ein 2 zu 1, aber das machen wir dann im nächsten Part. Oder 1 zu 1 erstmal. Und dann 2 zu 1 zum Sieg. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal zum Finale vom Kampf gegen Protag Omega 2.0. Ciao.